Wir im Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung haben Kompetenzen, Planungsprozesse für nachhaltige Entwicklung zu unterstützen. Da sind Kompetenzen zu den notwendigen Geodaten, das sind Methodenkompetenzen, wie man die Daten miteinander verschneidet und verrechnet, wie man sie analysiert und wie man sie letztendlich bewertet. Eine wichtige Fragestellung, vor der Planer immer wieder stehen, ist, wie verteilt sich denn die Bevölkerung kleinräumig? Kleinräumig heißt wirklich in zum Beispiel 100 Meter Rastern. Wir wollen Ihnen durch OpenGeoEDU zeigen, wie er diese abschätzen kann. Datenausgangspunkt sind Geodaten zu den Gebäuden. Er wird lernen, die Gebäude zu klassifizieren, Geschosszahlen abzuschätzen, Wohnungsgrößen, Wohnungsflächen und daraus letztendlich die Einwohnerverteilung zu berechnen. Das Ergebnis dieses Projektes soll sein, dass der Nutzer lernt, wo er die Geodaten beziehen kann, wie er sie kombiniert mit anderen Geo- und Statistikdaten, wie er sie in Kombination analysiert, wie er deren Datenqualität einschätzt und letztendlich, wie er auch dann diese Ergebnisse in seinen Planungsprozess einbeziehen kann.